Als Petrus die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr! Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Matthäus 14, Vers 30. Ich kann mich ein bisschen ärgern über manche Bibelausgaben, die diesen Abschnitt, diese Geschichte von Jesus, von Petrus, der zu Jesus auf dem Wasser geht, überschreiben mit der sinkende Petrus. Da gibt es auch solche manchmal künstlerische Darstellungen in Kirchen, wo man ihn dann untergehen sieht. Und das ist eigentlich wirklich eine schlechte Headline. Also wenn man so Seminare über Journalismus, Meldungen und so weiter befragt, eine Headline, eine Überschrift sollte immer das Außergewöhnliche hervorheben. Also Hund beißt Briefträger ist keine News. Briefträger beißt Hund, das ist dann ein Nachrichtenwert, das ist eine gute Headline. Da geht jemand auf die Wasseroberfläche und geht dann unter. Das ist einfach Physik, das sind keine News. Aber das Erstaunliche in Matthäus 14 ist ja, also lest die Geschichte gerne nochmal nach, die Jünger sind im Boot, mitten im Sturm, das ist auch nicht so spiegelglatt, wie das oft so in Kinderbibeln dann aussieht. Jesus kommt über die Wellen gestiegen, über das Wasser, läuft auf dem Wasser und Petrus sagt: Lass mich zu dir kommen, wenn du willst. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus geht Schritte auf Jesus zu und er sieht auf Jesus und das Wasser, nein, der Glaube trägt ihn und er kann auf dem Wasser gehen. Was für eine grandiose Geschichte. Und dann kommt das, was hier in unserem Vers beschrieben wird. Ja, er lässt sich dann ablenken von dem Sturm, von den Wellen und ihm fällt ein, so wie dem Coyote in den Cartoons, huch, ich kann ja hier gar nicht laufen, hier ist ja gar nichts. Und er guckt nach unten und rutscht ins Wasser rein. Und noch, bevor er untergeht oder den Mund schon halb voll Wasser, ruft er aus: Herr, hilf mir. Und das Großartige in der Geschichte, wie es dann weitergeht, ist, Jesus packt sofort zu. Er zieht ihn sofort raus. Er lässt ihn nicht erst ein bisschen Wasser schlucken nach dem Motto, na, Schuster, bleib bei deinen Leisten, da warst du jetzt ein bisschen übermütig hier auf dem Wasser rumlaufen. Nein, Jesus hatte ihm ja gesagt, komm zu mir. Und das war großartig, dass Petrus das gewagt hat. Und ja, dann schluckst du auch mal Wasser. Ja, dann gehst du auch mal unter. Und ja, dann hast du auch mal Angst. Aber er hat es gewagt. Also die anderen Jünger, die kommen dann immer, Petrus wird dann oft so ein bisschen hier runtergemacht, aber die anderen Jünger, die hatten auch Angst, nur die sind dann gleich im sicheren Boot geblieben oder im vermeintlich sicheren, da war ja immer noch Sturm. Und die haben dann gut reden, so, ja, der ist dann untergegangen, die haben vielleicht diese Überschriften dann verzapft, der sinkende Petrus. Aber er hat es gewagt. Und der Punkt ist nicht, dass wir gar keine Angst mehr haben. Sondern der Punkt ist, dass wenn Jesus uns ruft, dass wir mit der Angst, trotz der Angst gehen. Oder wie Corrie ten Boom es mal ausgedrückt hat, Mut, das ist Angst, die gebetet hat. Und dann fühlst du vielleicht immer noch Angst, aber du weißt, Jesus steckt dahinter und ich kann jetzt aus dem Boot steigen, ich kann jetzt losgehen. Und ich darf darauf vertrauen, wenn ich ins Sinken komme, wenn ich ins Wanken komme, Jesus ist da, er packt mich, er hält mich. Er stellt mich auf meine Füße. Im nächsten Moment war der Sturm übrigens vorbei. Sie waren wieder am Boot und konnten ihre Reise fortsetzen. Was für ein Abenteuer. Und wie großartig ist das, wenn wir uns herausfordern lassen, ja, Dinge zu wagen für Jesus, mit Jesus, in der Kraft von Jesus. Und ich will dir Mut machen, neu Mut zu fassen, mitten in der Angst. Und Jesus, danke. Danke, dass du uns rufst. Danke, dass du uns rufst, nicht nur das Erwartbare, das zu tun, was uns sowieso möglich ist, sondern dass du uns rufst in den Bereich der Wunder, in den Bereich dessen, was wir eigentlich nicht können, was wir nur in deiner Kraft können. Und da gibst du Segen, da bist du dabei, da beschenkst du uns. Und da hältst du uns auch, wenn wir doch zu sinken anfangen. Danke, dass du so gut bist. Halleluja. Amen.